zu unserem Erklärfilm über die Gemeinde Küsnacht. Küsnacht bildet mit Immensee, Merlischachen und dem Weiler Haldikon eine Gemeinde und zugleich einen Bezirk. Küsnacht ist der größte Ort des Bezirks. 2004 änderte man den Namen Küsnacht am Rigi auf Küsnacht. Das Dorf liegt am nordöstlichsten Arm des Vierwaldstättersees am Fuße der Rigi. Es liegt auf 445 Meter über Meer. Der höchste Punkt der Gemeinde ist auf 1797 Meter. Es ist der beliebte Ausflugsberg Rigi. Der tiefste Punkt ist der Zugersee mit 413 Meter über Meer. Die Nachbarsgemeinden sind Udligenswil, Adligenswil, Mecken, Greppen und Meierskappel, die zum Kanton Luzern gehören, Art, das zum Kanton Schwyz gehört, und Risch und Walchwil, welche zum Kanton Zug gehören. Die Partnergemeinden von Küsnacht sind Küsaberg in Deutschland und Stuni in Polen. Küsnacht zählte 2018 9146 Einwohner. Sie verteilen sich auf einer Fläche von 29,37 Quadratkilometern. Das Küsnachter Wappen zeigt ein weißes Kissen mit vier gelben Quasten auf rotem Hintergrund. Der Name Küsnacht setzt sich aus einem lateinischen Personennamen wie Cosinius, Cosonius, Cusinius oder ähnlich und der keltischen Endung für einen Ort, Acus, Acum, zusammen. Es bedeutet damit Landgut des Cosinius. Das Wappen gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten ist die Hohle Gasse, in der unser Nationalheld Wilhelm Tell den Landvogt Gessler mit der Armbrust erschossen hat. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde das Heilighüsli gebaut, später eine Kapelle. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Gessler Burg. Auf der Burg zu Küsnacht soll Vogt Gessler gelebt haben, deshalb heißt sie jetzt Gesslerburg. Auch die Astrid-Kapelle zwischen Küsnacht und Merlischachen ist ein Besuch wert. Sie wurde zur Erinnerung an die belgische Königin Astrid gebaut, die 1935 an dieser Stelle mit dem Auto verunfallt ist. Wer mehr über Küsnacht erfahren möchte, sollte einen Blick ins Heimatmuseum beim Kirchturm werfen. Zudem lädt die schöne Seepromenade zu einem Spaziergang ein. Küsnacht bietet das ganze Jahr hindurch verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer kann man auf der Rigi und der Seebodenalp mit Wanderschuhen und Rucksack auf Entdeckungsreise gehen oder biken, sich in der Badiseeburg abkühlen, eine Pedalo- oder eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee genießen, eine Runde Minigolf oder Golf spielen, sich bei einem Tennismatch messen oder auf den vielen Fußball- und Sportplätzen austoben. Für Wagemutige steht auch der Seilpark Rigi zur Verfügung. Im Winter lockt die gedeckte Kunsteisbahn Rigi-Halle und die Curling-Halle viele Besucher an. Hat es genug Schnee im Winter, gibt es auf der Seebodenalp einen Skilift. In der Zwischensaison geht's mit Schwingerhosen ab ins Sägemelder der Schwinghalle. Küsnacht bietet nicht nur viel für die Freizeit, sondern auch viele Arbeitsplätze. Einige wichtige Arbeitgeber sind die Käserei Bär, welche die größte Weichkäserei der Schweiz ist, die Vanoli AG, die ein großes Bauunternehmen betreibt, oder die größte Sägerei Schilliger in Haltikon. Im Industriegebiet Fenn haben sich viele internationale Firmen niedergelassen, die auf neueren Gebieten wie Computerleiterplatten, Kunststofftechnik und Elektronik spezialisiert sind. Aber auch im Dorfkern findet man in Hotels, im Detailhandel, in der Baumbranche, bei Banken und Versicherungen und im Gesundheitsbereich Arbeit. Jedes Jahr feiern die Küsnachter ihre Fasnacht mit einem Umzug, diversen Guckenmusikauftritten, Partys und der Abschluss bildet die alte Fasnacht mit Schnitzelbänken. Jedes sechste Jahr findet im Februar die Sennenchilbi statt. Sie besteht aus einem Umzug mit volkstümlichen Sujets und für die Mutigen errichtet man auf dem Dorfplatz einen ca. 40 Meter hohen Kletterbaum, wo jeder probieren kann, das rote Nastüchli, den Landjäger und das Golfrenneli zu holen. Jedes Jahr im Sommer organisiert die Feldmusik Küsnacht das dreitägige Seenachtsfest mit einem großartigen Feuerwerk. Es findet an der Seepromenade statt. Jedes zweite Jahr im Herbst
findet die Viehausstellung statt. Sie wechselt sich mit der in Art ab. Und dann ist auch schon Kilbizeit. Ab dem 1. November hört man in den Gassen von Küsnacht die Geißlerklöpfe üben, denn Anfang Dezember findet der wichtigste und berühmteste Brauch Küsnachts statt, das Klausjagen. Ein Umzug mit Geißlerklöpfer, Eifelträger, dem Samichlaus mit seinen Schmutzlis und dem Eseli, der Klausenmusik und den Hunderten von Trichlern erhält die dunkle Nacht und lässt Tausende von Zuschauern staunen. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben, Küsnacht einen Besuch abzustatten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.